Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nerd News. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt einen tollen Wochenanfang. Jetzt bringe ich euch erstmal wieder auf den aktuell laufenden Stand. Lance Reddick ist leider verstorben. Der Schauspieler wurde nur 60 Jahre alt und hat unter anderem bei Destiny und auch John Wick mitgespielt. Leider hat es ihn, naja, zu früh erwischt, würde ich mal fast sagen. Und ich hoffe jedenfalls, dass die Familie das alles gut verkraften wird. Mein Beileid meinerseits in dem Fall. Und ja, bei welchem Spiel habt ihr ihn angetroffen? Er war auf jeden Fall bei vielen sehr aktiv. Weiter geht es allerdings mit einer etwas besseren Meldung, und zwar Elden Ring Fans dürfen sich jetzt freuen, denn die Unofficial Elden Ring Expansion ist nun draußen seit dem 14. März auf Nexus Mods. Und jetzt denkt man sich, was soll da schon passiert sein in der kurzen Zeit? Tatsächlich eine ganze Menge. Und zwar 50 neue Waffen, 2 neue Gebiete, 30 neue Rüstungsteile und 17 neue Klassen und vieles mehr sind jetzt auf das Spiel oben drauf gekommen. Schaut da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr Bock habt. Der Xbox Game Store hat einige gute Angebote. Normalerweise mache ich das ja immer bei Nintendo, aber hier gibt es tatsächlich ein paar schöne Sachen, gerade jetzt frisch zum Resident Evil 4 Release diese Woche. Unter anderem Resident Evil 2 und 3 für jeweils 9,99 € oder Star Wars Jedi Fallen Order für 4,99 € oder Squadrons für 5,99 €. Interessant fand ich auch noch Yakuza Zero für 4,99 € und Dragon's Dogma für 3,74 €. Also schaut da mal gerne rein in den Xbox Game Store. Manchmal sind die Angebote dann doch gar nicht so schlecht. Was demnächst allerdings auch noch in den Game Pass kommen könnte, wenn ihr denn Besitzer seid von dem Ganzen, das könnte Shin Megami Tensei sein. Laut Gerüchten soll nämlich die gesamte Serie in den Game Pass wandern. Wäre auf jeden Fall kein schlechter Deal für alle Anime- und Manga-Fans. Und zu guter Letzt gibt es natürlich mal wieder was Neues aus dem ganzen PlayStation, Microsoft, Activision-Übernahmeprozess. Und Microsoft sagt jetzt, PlayStation hat diverse Vorteile. Wenn Call of Duty auf die PlayStation kommen würde, würde das nicht viel an den Verkaufszahlen ändern. Da würde Call of Duty nicht so viel reißen können, denn naja, wir wissen ja alle, Sony hat nun mal seine eigenen starken IPs. Und ich bin ganz ehrlich, ja, so sehe ich das ehrlich gesagt auch. Naja, aber Sony hat auch noch was dazu sagen. Denn das Witzige ist an der ganzen Sache, wie ich finde, dass jeder jetzt zugibt, hey, Marketing ist eigentlich alles nur Blödsinn und wir bringen jetzt einfach mal die Fakten auf den Tisch. Unter anderem zum Beispiel, dass Sony zugibt, dass der Xbox Game Pass viel stärker ist als PlayStation Plus. Das wissen wir natürlich alle und der Game Pass ist auch das übersichtlichere und einfachere Konzept. Aber ja, das ist jetzt die offizielle Aussage von Sony und ich mag das so, denn man kann sich jetzt nicht mehr in Marketing verstricken und uns das Gehirn waschen, sage ich mal, in dem Fall ganz vorsichtig, ohne da irgendwie in irgendwelche komischen Ecken abzudriften. Aber das ist die Tatsache. Mal sehen, wann wir da nochmal was zu hören werden. Nächsten Monat soll ja die Entscheidung dann endlich fallen. Wenn ihr allerdings PlayStation Plus Abonnent seid, dann dürft ihr euch jetzt freuen, denn Ridge Racer Type 4 ist offiziell im PlayStation Plus extra erschienen. Das wurde ja die letzten Wochen schon vermutet und ist jetzt endlich der Wahrheit entsprechend und das ist ein richtiger Klassiker für die PlayStation 1. Zu guter Letzt haben wir allerdings noch eine kleine Newsmeldung von Insomniac Games. Die bereiten sich nämlich jetzt langsam auf den Release von Marvel's Spider-Man 2 vor und da soll eine neue Technologie vorkommen, die das Ganze nochmal ein bisschen toller macht. Also Insomniac Games arbeitet ja an vielen Spielen, unter anderem an dem Wolverine-Titel. Und ja, da bin ich mal gespannt, was es sein wird. Wenn man so die Wortschnipsel aus dem Interview nimmt, dann könnte ich mir vorstellen, ist es so ein Lippensynchronisationstool, was denn auf die jeweilige Synchronsprache angepasst ist. Könnte allerdings natürlich auch was ganz anderes am Ende sein, aber so liest es sich für mich ein bisschen raus. Tja, wir wissen ja alle, der Nintendo eShop für Wii U und 3DS geht dem Ende komplett zu. Also das heißt, ihr könnt jetzt nochmal die letzten Games kaufen, aber jemand hat das schon längst erledigt. Der YouTuber Giral Kali,
der offensichtlich ein gutes Geschäft auf der Plattform betreibt, hat für 23.000 Euro fast alle 3DS und Wii U Games aus dem eShop jetzt gekauft, um die Preservation voranzubringen. Also das heißt, dass die Titel auch später noch spielbar sein werden. Er hat seine Wii U im Grunde genommen dann vergoldet, würde ich mal sagen. Genauso wie sein 3DS. Mal sehen, ob man damit in Zukunft noch was anfangen wird. Und schade, dass Nintendo nicht dafür sorgt, dass die Dinger irgendwie nochmal re-released werden oder wir irgendwie anders darauf Zugriff bekommen. Aber weiter geht es allerdings mit The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Darauf warten wir ja schon alle ganz gespannt und es sind nur noch 8 Wochen bis zum Release. Und was soll man sagen, die Vorbestellungszahlen haben jetzt schon Breath of the Wild übertroffen. Und das, wie gesagt, 8 Wochen vor Release. Und das ist natürlich klar, weil die Switch wesentlich weiter verbreitet ist und so weiter. Und man wusste ja noch nicht, was wird das neue Zelda damals. Schöne Sache auf jeden Fall und ich hoffe, dass auch der nächste Teil wieder sehr erfolgreich sein wird. Weil Zelda ist natürlich eine erfolgreiche Franchise, aber kam nie an einem Mario oder so ran. Das könnte sich jetzt durchaus ändern. Und zu guter Letzt noch ein Gerücht, was mich sehr freut, denn F-Zero GX soll angeblich von Next Level Games gerade remastered werden. Die Gerüchte gehen jetzt gerade im Netz rum und da habe ich schon Bock drauf. Also, ja, warum auch nicht? Wenn wir schon Remaster haben von jedem unnötigen Spiel, dann können wir es auch einfach auch mal bei Spielen machen, wo denn vielleicht der Einsatz nicht so riesengroß ist vom finanziellen her und dann könnte man noch mal testen, wie kommt das heute an? Ja, Nintendo, hau raus! Wave Race gleich hinterher, Dankeschön! So, die großen Themen sind vorbei und jetzt kommt der Ticker. Dieser wird heute präsentiert von RetroPlace.com, meinem Partner, wenn es darum geht, günstig und vor allem im guten Zustand physische Spiele abzugreifen. Schaut unten mal in den Link in der Beschreibung und wenn ihr selbst reinstellen wollt, dann habt ihr nur 7% Gebühr. Let's go. Für Resident Evil 4 gibt es jetzt einen Mini-Anime mit der Episode 1 und das sieht eher nach sehr freundlich gestimmt aus, aber am Ende stirbt Leon. Vielleicht stirbt er auch in den zukünftigen Folgen, denn der Anime geht nur eine Minute, zieht ihn euch auf jeden Fall rein. Sifu kann gute Verkaufszahlen melden und zwar mittlerweile 2 Millionen Stück und das ist schon eine wahnsinnige Zahl für einen kleinen Indie-Entwickler. Atelier Ryza kann sich übrigens auch freuen, denn hier wurden 1,6 Millionen Stück verkauft und die Firmen freuen sich einen Arsch ab, während andere Firmen sagen, och, 8 Millionen verkaufte Stück, nee, das müssen wir jetzt einstampfen. Aber Atelier Ryza bekommt dann auch noch eine Anime-Serie spendiert und der Trailer ist schon sehr japanisch. Aber auch Control und Remedy können sich freuen. Über 3 Millionen Einheiten wurden von dem Spiel abgesetzt und es gibt ein 50 Millionen Dollar Budget für den zweiten Teil. Wenn ihr weiteres über Star Wars Jedi Survivor wissen wollt, dann wartet unbedingt auf den heutigen Abend, denn da wird der Story-Trailer revealed. Vielleicht ist er auch schon zu dem Zeitpunkt hier revealed, dann wird sicherlich mein Cutter da ein paar Bilder reinschneiden. Aber wir nehmen das ja immer ein bisschen früher auf. Ihr dürft euch auf jeden Fall freuen, dann gibt es endlich mal wieder was Neues von dem Spiel zu sehen. Weiter geht es allerdings auch mit einer richtig geilen Sache. Und zwar Shovel Knight Dick bekommt einen freien DLC Fate and Fortune. Wurde schon angekündigt, ein Release ist noch nicht bekannt, aber auf jeden Fall könnt ihr das dann kostenlos runterladen. Und ein guter Klassiker in Sachen Cheat-Manier der modernen Games. Anno 1800 kann man nämlich mit einem Geheimcode in der Ego-Perspektive spielen. Die blenden wir euch hier natürlich unten ein. Die könnt ihr eingeben und das finde ich doch eine richtig schöne Sache. So, das war es dann allerdings auch schon mit dieser Nerd News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, gerne den Daumen nach oben und natürlich auch ein Abo dalassen, falls noch nicht geschehen. In der Hoffnung, dass das F-Zero Remaster kommen wird. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.